Buongiorno Leute, zu Folge 29 von Zelda Let's Play Ocarina of Time. Wir sind am Hylia-See, wie ihr unschwer erkennen könnt. Wir haben nämlich in der letzten Folge die Eisenstiefel erhalten, in der Eishöhle, und haben mit der Serenade des Wassers hier einen Teleport durchgeführt, direkt zum Hylia-See. Und können jetzt mit den Eisenstiefeln gemeinsam den Wasserpalast betreten, der da unten schlummert. Oder gehe ich schwer von aus, dass wir das können. Und was wir auch noch machen können, wo ich auch schwer von ausgehe, ist hier jetzt dieses komische Labor am See. Wenn ich hier mal die Eisenstiefel benutze, da wollte ich ja eben schon mal, da ist schon mal ein Hai. Hier wollte ich ja eben schon mal mit der goldenen Schuppe entlang, runter, aber man kann ja dann hier das Ding nicht aufmachen. Wie macht man das denn jetzt hier unter Wasser auf? Ranschieben kann man sich, eine Bombe kann man nicht benutzen. Was sind denn für Items möglich? Eine Dekonuss. Ist es wirklich die Dekonuss, die man nehme? Pfeil und Bogen kann man unter Wasser einsetzen. Den Hammer kann man unter Wasser einsetzen. Dann wird es der Hammer sein. Dann wird es der Hammer sein, Leute. Nee, den Hammer kann man nicht einsetzen. Was kann man denn hier unter Wasser einsetzen, damit man das wegmacht? Oder muss man von oben irgendwie eine Bombe runterschmeißen? Wie kriegt man denn diese Tür, diese Box da jetzt unten auf? Wieso erinnere ich mich da nicht dran? Das war jetzt ein Scherz, oder? Ne, hier drin kann man keine Bombe verwenden. Kann man den hier drin verwenden? Kann man den von hier oben kaputt schießen mit der Enterhaken? Den kann man auch nicht hier drin verwenden. Ja, okay, dann. Ist vielleicht doch zu einem anderen Zeitpunkt erst machbar. Ich hätte gedacht, wir können jetzt mit den Eisenstiefeln da irgendwie runter und weiß ich nicht. Skulltula, Herzteil, was auch, es auch immer dazu zu geben scheint. Aber okay. Dann gehen wir, dann machen wir, dann verfolgen wir unsere Mission. Wie versprochen hier. Der Wassertempel. Ja, kann man denn jetzt hier unter Wasser den Enterhaken denn wenigstens benutzen? Doch, den konnten wir eben benutzen. Doch, 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 doch. Jetzt wollen sie mich aber hier völlig veräppeln. Zack. Da ist das Ding. Ja, haben sie gut gemacht. Damit man halt hier nicht mit der goldenen Schuppe oder der Zora-Rüstung irgendwie reinschwimmt. Nochmal. Der Wassertempel. Damit man da halt nochmal auf die Eisenstiefel angewiesen ist. Und hier nicht vorher reinkommt. Oh, da oben. Was kann man da? Einfach nur sich langziehen. Okay. Okay. Kurzer Schnitt. Kurze technische Störung gehabt. Oh, was ist denn hier los? Das sieht ja cool aus. Also da kann man sich halt immer zu den anderen Seiten hinziehen. Das ist offensichtlich. Den töten wir mal kurz, wenn wir dran kommen. Ja, ah, den kann man nur betäuben. Da links kann man vielleicht den Peter hinstellen. Oh, der will auf uns. Der hat Bock. Hey, ja, dann komm mal her, Freund. Oh. Jetzt kann er uns natürlich hier angreifen. Kommen wir hier hoch? Ja, kommen wir. Okay. Da könnte man vielleicht mal auf die Pfeil und Bogen könnte man wechseln, ne? Oh, das. Entschuldige mal. Oder drei Herzen fallen lassen. Die holen wir uns schnell. Ding, ding, ding. Oh, seht ihr das? Boah, das wird ein cool. Ich sage euch jetzt schon, das wird ein richtig cooler Tempel. Hier mit verschiedenen Wasserständen wahrscheinlich, die man manipulieren muss. Sollen wir mal die Hymne von Peter spielen? Machen wir mal, ne? Den Vogelscheuchen-Polka. So heißt das nämlich, genau. Vielleicht erscheint die dann da. Die fliegt immer wieder zu uns zurück. Na gut. Hymne der Zeit? Einmal testen? Ich weiß es nicht.
Hymne der Zeit, wo ist das Ding hier? Ansonsten werden wir einfach mal anfangen zu erkunden, wie wir es eigentlich in jedem Dungeon bis jetzt gemacht haben am Anfang. Einfach mal alles abchecken, wo man langlaufen kann. Nee, hat auch nichts gebracht. Also man kann sich hier offensichtlich immer ranziehen. Da braucht man einen Schlüssel. Ach, diese Vogelperspektive gefällt mir nicht so gut. Da können wir gleich mal rüber. Das ist ja fast schon der einzige Weg, den wir wählen können, ne? Und da entlang. Den Weg können wir auch theoretisch wählen, ne? Hier müssten wir ja locker hochkommen, ja. Aber ich denke, dass der richtige Weg dann da hinten sein wird. Interessiert mich natürlich immer, ne? Erstmal die nicht offensichtlichen Wege zu nehmen. Kann man die denn unter Wasser irgendwie ziehen? Tatsächlich, Leute, schaut es euch. Man kann die unter Wasser hier irgendwie ziehen. Krass. Aber die Frage ist, was bringt uns das? Was haben wir hier? Okay, hier geht's nicht weiter. Ist halt die Frage, ob uns das weiterhilft, wenn wir den jetzt mal rausziehen. Ich meine, reinschieben kann man immer. Wir ziehen einfach mal. Vielleicht ist das für später eine Art. Naja, egal. Wir lassen es einfach mal so. Mal gucken, was passiert. Wir haben das jetzt einfach mal getestet. Wir können es ja notfalls immer noch rückgängig machen. Ja, dann werden wir doch erstmal den ersten offensichtlichen Weg gehen und uns mit dem Enterhaken oder Fanghaken heißt er ja, hier mal rüberziehen. Wo müssen wir dafür näher ran? Du schon wieder, ey. Hast du was für uns? Nee. Kommen wir da denn nicht? Oh, kommen wir da nicht dran? Müssen wir wahrscheinlich ganz an der Kante stehen, oder? Da kommen wir nicht dran? Kann man den denn beim Schwimmen benutzen? Nee. Hä? Leute, habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas? Ist irgendwas Offensichtliches, was ich hier nicht checke? Man kann auch nochmal hier unten vielleicht gucken. Den Eisenstiefeln, was es hier noch so gibt. Hier gibt es nichts. Hier gibt es dieses Auge. Hier gibt es noch was. Ah, Meeresgrund gibt's noch was. Haha, ja gut. Dann schauen wir erstmal hier vorbei. Wenn wir da... Entweder war ich da eben zu blöd für... Oh, kann man unter Wasser denn jetzt... Wie kriegen wir denn das Loch kaputt unter Wasser? Bombe ist ausgegraut. Der Hammer wird auch ausgegraut sein, ne? Ja. Unter Wasser kriegen wir... Wie kriegen wir denn da ein Loch kaputt? Oder wir müssen warten, bis wir den Wasserpegel vielleicht so gesenkt haben. Dass wir da eine Bombe legen können. Oh, was ist das? Oh, was, wie heißen die denn? Der Stachelstein. Ziele auf ihn, wenn er wie ein harmloser Stein aussieht. Okay. Ja, jetzt wählt er den dann plötzlich ab, ja? Okay, unangenehme Teile, echt. Ah, hier können wir... Oh, hier wird es sogar nochmal nach unten gehen. Und da gucken wir auch später nochmal vorbei. Hey, cool gemacht, ey. So, Stiefel ausziehen. Oh, ne. Da kommen wir nicht vorbei, ne? Was haben wir da? Was zum Ranziehen? Da kommen wir nicht dran. Hm. Merken wir uns auf jeden Fall, dass wir hier später vielleicht mal ran müssen. Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch dieser Weg hier. Und was ist da oben für ein Zeichen? Irgendein Wasserstandszeichen. Oh! Leute! Ah, die ist auch älter geworden, ne? Jetzt mit so Ohrringen und so. Oh, wenn ich mich recht entsinne. Nils? Du bist Nils, oder? Ich bin es, Ruto, deine Braut. Och nee, die Prinzessin der Zuras. Ja, zu Recht hast du dich erschrocken. Ich werde nie vergessen, was wir uns vor Jahren geschworen haben. Ja, da bin ich abgehauen. Es war grauenvoll von dir, mich 7 lange Jahre warten zu lassen. Doch jetzt ist es
ist nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Zoras Reich ist eingefroren. Alles ist über und über mit Eis bedeckt. Ja, das haben wir auch schon mitbekommen. Ein junger Mann namens Sheik hat mich aus dem Eis gerettet. Aber die anderen Zoras wurden... Noch nicht. Oh, ich will sie retten, alle. Ich will Zoras Reich retten. Du musst mir helfen. Du musst es für mich tun. Für die Frau, die du heiraten wirst. Nils, hilf mir, das bösartige Ungeheuer zu vernichten, das in diesem Tempel lauert. Wirst du das tun? Im Wassertempel gibt es 3 Stellen, in denen du den Wasserstand verändern kannst. Ich zeige dir den Weg. Folge mir und beeile dich. Okay. Ja, dann ziehen wir hier mal die Stiefel aus, ne? Wir können auch mal nach oben gucken können. Naja. Okay, da ist auf jeden Fall schon mal wieder ein Platz für eine Bombe. Okay. Müssen wir Zeldas Wiegenlied spielen vielleicht? Testen wir mal, oder? Zeldas Wiegenlied ist ja das gleiche Symbol. Das Hyrule-Symbol. Ja, das war es tatsächlich krass. Und mal gucken, wie weit geht's runter? Ja, konnte man jetzt bis nach ganz unten oder kann man da so weit runterschauen? Nicht so richtig, ne? Nachher fallen wir da runter, das wollen wir ja nicht. Wir gucken jetzt erstmal, was es hier gibt. Oh, eingeschlossen. Oh no, leck mir am Arsch. Dadurch, dass die Bomben geben, gehe ich mal davon aus, dass man die eigentlich mit einer Bombe töten soll. Oh, wahrscheinlich die Karte, ne? Ja, ich gehe mal sehr schwer von der Karte aus. So früh am Dungeon. Und? Ja, voll, die Karte. Die Labyrinthkarte. Okay. Blaue Räume hast du bereits aufgesucht. Der blinkende bist du selber. Okay, wie viele Stockwerke haben wir? 4. Okay. Wir sind ganz oben und es geht dann bis ins Kellergeschoss 1. In Ordnung. Ja, ich gehe davon aus, dass der von uns erwartet, dass wir hier runterspringen, oder? Ins Wasser. Ich hoffe, dass da unten noch... Da ist aber kein Wasser. Okay. Das wird wehtun, oder? Leute. Können wir uns vielleicht abrollen? Yes, können wir. Sehr geil. Und jetzt brennt hier eine Fackel? Als ob. Als ob. Pfeile. Warum gibt er uns Pfeile? Damit wir durch die Flamme die anderen Dinger da anschießen? Das wäre so meine erste Intention. Das wäre so meine erste Intention. Und ich glaube, das ist es, oder? Geiles Rätsel. Ah, das war doch, glaube ich, auch im Waldtempel. Da haben wir Deans Feuermagie benutzt. Da hätten wir, glaube ich, auch... Da hätten wir, glaube ich, auch... Okay, was ist das? Auch Feuer durch die Fackel schießen können. Vorsicht vor der Killermuschel. Ihr innenliegender Klappmuskel scheint der empfindliche Punkt zu sein. Ja, okay. Dann mach mal auf. Hä? Was war das denn jetzt? Die konnten ja gar nichts. Vorsicht vor der Muschel. Was für ein Bluff. Oh, die Pfeile. Oh, die Pfeile. Ein Schlüssel, perfekt. Zack, zack, zack. Okay, jetzt haben wir schon mal ein Schlüsselchen. Die konnten ja sowas von gar nichts. Richtig schlecht. Killermuschel, lächerlich. Okay, jetzt sind wir hier ganz unten am Meeresgrund. Ach, die Dinger, die sind auch blöd, ne? Und das, ist das ein Aufzug? Ah, da...
die kann man auch mit dem Schwert besiegen, diese Stahlkugeln. Wer soll denn darauf kommen? Ich mach's mir hier voll schwer mit diesen komischen Fanghaken. Haha. Oh yes, Baby. Was haben wir hier? Da brauchen wir wieder die schönen Stiefelchen. Wo sind sie? Da. Stiefelchen und runter mit uns. Ah, okay, das zum Thema Killermuscheln sind doch gefährlich. Ja, hast recht. Jetzt weiß ich. Okay, unter Wasser sind die echt irgendwie fies. Dann drehen sie sich um und haben irgendwie so Zackenenden und schwimmen auf dich zu. Verstehe. So, was haben wir hier? Ein Schalter, sehr geil. Gucken, was der macht. Ach, der hebt den wieder. Nein, das wollten wir nicht. Meines Erachtens wollten wir das nicht. Vielleicht ist der auch nicht hoch genug gestiegen. Ach, da war ein Schalter dahinter. Den haben wir jetzt aus Versehen geschlagen. Und wir kriegen hier einfach nur eine Skulltula? Also was heißt einfach nur? Nehmen wir natürlich mit, ne? Nehmen wir mit. Müssen auch schon einige wieder haben, ne? Einige Skulltulas. 46, schon stabil. Ich glaube, den letzten Preis im Skulltula-Haus, bevor man alle gesammelt haben muss, sind, glaube ich. Der letzte Preis ist, glaube ich, einfach nur ein Herzteil, oder? Also einfach nur. Ich hätte gerne noch eine Tasche, die 999 Rubine umfassen kann. Das wäre schön. Weil gefühlt sind wir hier die ganze Zeit am Rubin-Cap. Ich wüsste jetzt auch nicht, wofür wir es nochmal brauchen. Ach, wahrscheinlich später irgendwie für den Endboss. Für ein paar geile Elixiere oder so. Da haben wir auch bei Link to the Past unsere ganzen Dinger rausgefeuert für. Okay, dann gehen wir einfach mal hier rein. In den Mittelturm. Was haben wir denn hier? Ah, das wirkt wie ein zweiter Wasserpegelschalter. Da oben links. Da kann man sich hochziehen. Oh, da ist ein Skulltula oben links. Okay. Kommen wir da schon dran zum Hochziehen? Oder haben wir jetzt hier unseren Schlüssel verschwendet? Komm schon. Das kann doch nicht sein. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Ah, ist da so ein Schalter gewesen? Aha. So, also. Ah, und jetzt könnten wir theoretisch, wenn wir wollen, den Wasserpegel erhöhen. Ich denke, das wollen wir, oder? Das wird so der nächste Step sein. Schauen wir mal. Okay, grün ist unten, rot ist die Mitte. Und der fährt immer mit. Also diese Blöcke. Oh, da war ein Tipp. Habt ihr den gesehen? Haha. Der war nicht zu übersehen. Zack. Was haben wir denn hier? Ist das ein geiler, das ist geil gemacht, der Dungeon, oder? Muss ich echt sagen. Okay. Über uns ist ein Gegner, den können wir schon hören. Oh no. Was ist das für eine läppische Aktion? Boah, was machen wir jetzt? Warum ist das hier so eine komische. Warum werden wir hier in so eine Sackgasse geführt? Die machen wir mal schön hier aus der Distanz. Und die Muschel müssen wir aus der Nähe machen, ne? Ja, easy. Oh, da ist noch eine, okay. Ah, okay, und dann geht als Belohnung die zweite auf. Verstehe. Okay, aus dem hier kamen die raus, ne? Das heißt, hier wird es nichts geben. Kontrolle ist immer besser, ne? Und hier ist dann der Weg. Oder irgendein Weg. Ah, wahrscheinlich ein Schlüsselchen, ne? Kleine Truhen in einem Dungeon. Ja.
Sehr, sehr cool gemacht. Ich bin also wirklich. Bis jetzt bin ich sehr angetan von der ganzen Thematik hier. Den Rätseln. Rätsel gefallen mir gut. Gegner sind jetzt noch nicht ganz so schwer. Aber waren sie bis jetzt nie so richtig, ne, wenn man ehrlich ist? So richtig, richtig schwer? War schon mal jemand richtig schwer? Irgendein Endgegner oder irgendein Monster? Erinnere ich mich jetzt nicht wirklich dran. Naja, schauen wir mal weiter. Okay. Hier wird wieder was mit Fackeln sein. Machen wir das doch mal kurz. Die Pfeile auswählen. Oh, warte mal, hier irgendwo ist hier ein Gegner, der uns abfacken will. Aber wo? Komisch. Okay, dann geht die einfach nur wieder auf. In Ordnung. Was ist hier rechts? Da brauchen wir einen Schlüssel. Einen Schlüssel haben wir ja, okay. Was schießt denn hier? Ja, da rechts wird man ja wahrscheinlich so reinkommen, ne? Ja. Oh, da ist er doch endlich. Ich habe mich schon gefragt, wo du bleibst. Kleine Nervensäge. Ach, geht das auf Zeit hier, das Ding? Ach, das geht auf Zeit. Habt ihr das gehört? Da war noch so ein. Da ist so ein Zeitraffer abgelaufen. Okay. Ah, da rechts ist auch noch was. Was haben wir denn hier rechts noch? Eine Nervensäge. Ich denke mal, der Weg mit dem Auge, den hätten wir als erstes nehmen sollen, oder? Hätte ich jetzt mal spontan gesagt. Den nehmen wir auch mal als erstes. Wir gehen immer schön der Reihe nach. Hä? Wie schnell soll man das denn schaffen? Oder kommt der Enterhaken überhaupt so weit? Wir probieren es mal. Items, dann nehmen wir uns den Enterhaken nochmal auf X. Okay, dann schießen wir mit Y das Ding ab. Wir versuchen mit X den Enterhaken zu treffen. Dann wird das denn die Schwierigkeit sein, oder? Ne, so weit kommen wir aber nicht. Noch nicht mal bis zu dem Gitter kommt man. Gut, dann lassen wir es doch nochmal sacken. Dass die auch immer wieder kommen. Wahnsinn. Wahnsinn. Dann gehen wir mal hier hin. Einen Schlüssel haben wir ja noch. Hi. Okay, da ist schon mal ein Schalter. Das wird der Kompass sein, oder? Die nächste große Truhe. Ja, okay. Ich habe eine Idee. Got an idea. No. Ey. Da rammt der sich dagegen. Das gibt es doch nicht. Schneller, Link. Schneller. Ey. Jetzt haben wir mal Folgendes. Jetzt werfen wir die Bombe mal. Nicht weit genug. Das stört mich, dass die Bombe da auf so einem blöden Knopf liegt. Wir nehmen die mal auf X. Ja, jetzt aber. Wenn es jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht mehr. Wieso rollt der? Wieso öffnet der die nicht? Leute, was ist denn, was ist das? Was mache ich falsch? Oh, okay, das Problem sitzt wie so häufig vor dem Computer. Okay, der Kompass, ja. In Ordnung. Okay, das Dungeon-Item wird sicherlich da oben links sein, wenn man schon mal rechts hier unten auf die Karte guckt.
Okay. Auf der Ebene sind auch noch Schatztruhen zu holen. Was machen wir denn jetzt hier mit diesem Auge? Was zum Teufel machen wir mit dem Auge? Drehen wir ein Ründchen. Ah, auf der Seite waren wir noch nicht. Hier können wir mit dem Pfeil dann sicherlich die andere Seite mal aufmachen. Dann schauen wir mal, was es da gibt. Oder ist das ist, glaube ich, nicht die Seite, wo wir hergekommen sind. Ah, doch. Was für ein Quatsch. Oh, Skulltula. Ganz vergessen. Kommen wir schon dran? Nee, oder? Dafür müssen wir noch eine Ebene höher. Schaffen wir aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich meine, wir könnten sie mit Pfeil und Bogen töten, aber was bringt uns das, wenn wir nicht rankommen? Gar nicht. Tja, wie schaffen wir dieses Rätsel? Wir haben doch noch einen Schlüssel. Das heißt, wir müssen uns noch nicht mit dem Auge beschäftigen. Wir können uns auch erstmal anschauen, was es hier noch gibt. Okay. Okay, ich kann da nicht rein, während das oben ist. Ich muss mich draufstellen und dann mit Pfeil und Bogen schießen. Okay. Ja, komm. Ist gut. Habe ich kapiert. Komm. Ja, da bist du ja. So, dann schießen wir den mal so ab. Und dann fahren wir so mal hier hoch. Ups, das ist ja. Verschwinde. So. Und hier können wir den Wasserstand erhöhen. Ah, das war diese eine Stelle, wo wir am Anfang standen und uns ja überlegt hatten, ob wir vielleicht den Peter dahin machen könnten. Wir haben lang keinen Kontakt mehr zu Zelda gehabt, ne? Dass die uns vielleicht irgendwie mal telepathisch oder wie auch immer mal kontaktiert. Lang ist's her. Aber was bringt es uns, dass wir jetzt wieder das Wasser oben haben? Was bringt es uns? Frage ich mich. Navi will uns einen Tipp geben. Hey Nils, bist du müde? Ach, die will schon wieder nur Speicher. Also, ja, okay. Ja, Angst, dass unser ganzer Erfolg hier verloren geht. Dann speichern wir mal. Wenn es sie glücklich macht, ne? Wollen ja keinem Wunsch nicht gerecht werden. Tja, das ist das Einzige, was mich hier noch wurmt, ne? Dass wir hier nicht so richtig hinhangeln können. Man mag es kaum glauben. Wir sind ja eigentlich wieder in der Ausgangssituation hier, ne? Wir haben die Karte. Ja klar, okay, wir haben ein paar Items bekommen, okay. Aber so richtig Fortschritte und so richtig Orientierung kann ich jetzt nicht behaupten, dass wir die hätten, oder? Was meint ihr? Na, hier ist das Ding. Tja, Leute. Ich meine, wir haben immerhin... Und zack. Oh, ich habe gedacht, ich schaffe es in einem Jump. Immerhin haben wir die Karte und den Kompass. Damit können wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen orientieren und werden sicherlich besser zurechtkommen. Wir haben die verschiedenen Ebenen gesehen. Wir haben die Mechanik hier in dem Dungeon verstanden, dass man mit Zeldas Wiegenlied zu gewissen, ja, sag ich mal, zu gewissen Stellen schwimmen muss oder laufen muss, um den Wasserpegel zu ändern. Das ist auch klar. Haben wir auch gecheckt. Ja, da müssen wir eigentlich nur mal gucken, wie es weitergeht. Hier waren wir auch. Hier hatten wir, glaube ich, einen Schlüssel bekommen. Hier war die Killermuschel. Das muss ja nicht sein.
Weil wir wollen ja eigentlich, ich würde gerne nochmal den Wasserstand nach ganz unten bringen. Ich kann mir vorstellen, dass wir damit auf dieser Ebene, man sieht es auch hier, ihr könnt es ja hier sehen, auf der Karte unten rechts, auf dieser Ebene, der Erdgeschossebene oder Kellerebene, sind auch noch einige unentdeckte Räume und Schatztruhen, ne? Das werden Schlüssel sein. Dementsprechend müssen wir hier den Wasserstand nochmal senken. Das mache ich jetzt auch mal. Wir senken hier den Wasserstand. Oh, da können wir vielleicht noch irgendwie. Können wir da irgendwie hin? Mit dem Hühnchen? Kann man mitten in der Luft ein Hühnchen nehmen? Ah ne, warte mal. Hier war das nicht mit dem Wasserstand. Hier links war das, ne? Okay. Vielleicht können wir mit dem Hühnchen dahin gleiten und eine Bombe dahinter legen. Das versuchen wir gleich, Leute. Ja. Da habe ich Bock drauf, das noch zu versuchen. Ah, mit dem Hühnchen hätte man auch den, wenn man nicht diese Judo-Rolle am Ende macht, um sich irgendwie abzufedern, könnte man theoretisch auch vielleicht den Fall mindern. Wir probieren es mal. Wir drücken mal X. Ach nee, das. Das gackert ja nur. Mein Fehler. Mein Fehler. Wie kommen wir denn dann hier hin? Tja, wie kommen wir denn dann da hoch? Eine Ebene, ne? Da war auf jeden Fall noch was zum Zerbomben. Dafür brauchen wir mittleren Wasserstand. Mittleren Wasserstand und dann mit den Eisenstiefeln hier ins Gelbe. Das ist auf jeden Fall noch eine gute Idee. Ja, ich ignoriere ich mal kurz. Hier waren wir, glaube ich, aber auch schon, oder? Wir brauchen mittleren Wasserstand, safe, um dahin zu kommen. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Das war das. Da kann man, glaube ich, diesen Stein rausziehen, oder? Meine Vermutung. Können wir auch noch mal kurz versuchen. Aktion. Nee, und drücken vielleicht? Drücken kann man. Ah ja. Schaut mal her. Mal gucken, wie weit. Mal gucken, wie weit. Ich finde es halt schwer irgendwie. Man muss halt immer unten links gucken, wo man sich. Oh. Aha. Man muss immer unten links auf der Karte gucken, wo man sich gerade befindet, um dann unten rechts die Orientierung zu haben, wo man ist. Zack. Und zack. Also, ich kann mich auch einfach nur wiederholen. Ist das nicht gut gemacht? Wahnsinn. Ich finde es richtig gut gemacht. Es ist schwer. Es ist nicht irgendwie eindeutig, was man machen soll. Es ist sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Oh, was ist das jetzt hier? Oh, mit so einem Drachenkopf. Seht ihr das da unten? Okay. Ja, crazy. Na gut. Also wie es hier mit diesem Drachenkopf und diesem Wasserfallrauschen, was man hier irgendwie hören kann, weitergeht, das entdecken wir dann zusammen in der nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt. Sehr tricky bis jetzt der Dungeon meines Erachtens. Man muss schon gucken. Okay, bis gleich.